Hallo meine lieben Zuschauer, ich bin Andreas und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Assassin's Creed Black Flag. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind jetzt genau da, wo hier den Assassinenauftrag annehmen können. Das werden wir jetzt auch mal machen. Auftrag annehmen. Belohnung 1000 Real. Nicht den Kämpfer verwickeln lassen, noch 500 dazu. Eine spanische Expedition sucht auf dieser Insel nach einem verschollenen Artefakt. Der Anführer der Gruppe ist ein Finanzier der Templer. Er muss sterben, bevor er das Artefakt findet. Gut. Ach, das ist ja gar nicht auf dieser Insel hier. Ach du Scheiße. So, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ach, das ist auf einer anderen Insel. Schade. Ja, da muss ich ja jetzt erst einmal mit zu meinem Schiff. Denn dahin düsen. Gut, dann fahre ich da jetzt mal hin. So, ich hoffe mal, dass ich da jetzt durchkomme, ohne auf Grund zu laufen. So. So, und jetzt Reisegeschwindigkeit. Warp 9 und los geht das hier. Ah, da war gerade, glaube ich, Beute. Da das Beute, das nehmen wir mal mit. Die andere habe ich jetzt eben gerade. Oh, das wird neblig. Das wird verdammt neblig. Oh, 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 oh. So. Captain im Wasser. Oh, da... Ach du Scheiße. Ach du grüne Neune. Ach, wie mache ich das denn erstmal am besten? So, und jetzt du. So, und jetzt kommst du dran, du. Spanischer Hund, du. So. Erstmal plündern, denn ich brauche mir nicht Knaste. Warum plündert er den jetzt nicht? Also, jetzt geht's.
So, erstmal gucken. Oh. Den hätte ich ja jetzt beinahe übersehen, ne? Oh! Fuck! Da kommt einer! So! Ach, fuck, der hat mich jetzt auch gesehen, ey. Ach, fuck. So. Fertig. Aus. Ende der Geschichte. So. So. Ach, hier ist auch noch ein Aussichtspunkt. Na. Kann man da Schnellreise hinmachen? Ach, das geht? Ich dachte, ich muss ich erst... wer bekämpft denn da jetzt Wien und warum? Oh, das sind alles Feinde. Ja, nö, dann sehe ich mal zu, dass ich hier ganz schnell wieder wegkomme. Gut, da ich ja jetzt aber das... Boah, Alter, was ist das denn jetzt hier? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Nee, nee, nach Nassau will ich ja jetzt gar nicht. Da will ich jetzt hin. Boah. So, bin ich denn jetzt wieder da, wo ich hin will? Ja. Ja, gut. Och, was soll das denn jetzt? Ach, egal jetzt. Ist mir jetzt shit egal. Captain ist im Meer! Captain geht schwimmen, heißt das. So. So, erstmal nachladen. So. Gut. Jetzt stehen wir hier wie... Ja, dann... Oh, schnappen wir uns jetzt erstmal hier die Truhen. Ist ja gleich hier um die Ecke rum. Erstmal fahren wir hier die ganze Insel ab und dann machen wir die Hauptquest. Wunderbar, so. Zwei Kugeln, bisschen. Ja, Schatzkarte. Die holen wir uns jetzt.
Der Tag hat sich gelohnt. Hier so ein Schiffswrack oder soll das sein, oder? Und da ist dann 606 835. So, jetzt mal gucken. Ach, was mache ich denn da? Moment mal. Da ist die... Da ist der Schatz. So, warum bin ich denn jetzt auf meinem Schiff? Baco Island. Die habe ich doch schon. Okay. Moment mal. Dann setze ich jetzt aber hier mal einen Schnellreisepunkt und dann... Alle Segel reffen! Bergen! Alle Segel bergen, Männer! Oh, wo bin ich denn jetzt hier reingeraten? Du grüne Neune. Wer kämpft denn da jetzt gegen wen? Die ganze Insel ist ja Sperrgebiet. Egal, ich fahre da jetzt hin. Scheiß drauf. Captain ist am Steuer. Der Segelmänner! Oh, so eine Runde wäre da jetzt noch. Super. So. So, Moment mal. Gut. Captain über Bord. Das muss doch eigentlich jetzt auch hier sein, oder? Ja, aber... Ja, Moment mal, so merkwürdig jetzt. Das... 606, 835, gut, das ist jetzt nicht ganz...
Nee, 606 805. Das müsste genau hier sein. Merkwürdig, also ganz ehrlich gesagt, das ist jetzt ein bisschen merkwürdig. Nun gut. Nee, was mache ich denn jetzt hier? Hallo? So, jetzt Schnellreise dahin. Komisch, weiß ich auch nicht. Gut. Alles klar, jetzt. Das ist Taverne gesperrt, warum auch immer. Ja, jetzt holen wir uns mal dieses Animus-Fragment. Alles klar. Wenn wir schon hier sind, dann halt. Ja, hallo! Autsch! Auf meinem Weg in die Karibik löste ein kurioser Vorfall einen Tagtraum aus. Es war ein hemmungsloser Ausbruch von Gewalt, dessen Zeuge ich wurde und der sich für den Anstifter als fatal erweisen sollte. Ein begnadeter Pirat namens Savoy, der an Bord gekommen war, um als nun frommer Christ seine Schulden abzuarbeiten, starb wie ein Teufel voller Ruhm, weil er die vernünftige Zurückhaltung seiner Kameraden als Beleidigung auffasste. Er kam durch die Pistolenkugel ums Leben, die er sich selbst zufügte, als er seine Waffe für die 6 bevorstehenden Duelle lud, auf die er sich mit dieser Gruppe eingelassen hatte. Wir alle waren traurig wegen dieses Unglücks, aber niemand bedauerte, dass unsere Mannschaft zu in seiner Abwesenheit ruhiger wurde. Trotzdem hatte der Anblick jenes armen Tropfes, wie er sich selbst verletzte und sein Blut ungehindert aus seinem Leibe rann, eine Ahnung in mir geweckt, wie eine Idee, die schon lange in mir schlummerte und nur auf eine Gelegenheit wartete, wieder ans Lichte zu kommen. In dem Augenblick kam mir ein Satz in den Sinn, den ich früher einmal gehört hatte. Der Code ist in ihrem Blute. Plötzlich ergab alles einen Sinn für mich. Der Code des Lebens, wie die Pläne eines Schiffsbauers in Miniatur und doch verantwortlich für den Bau jenes Mannes und jeder Frau auf dieser Erde. Wie kam es, dass eine solche Idee mir so sinnvoll erschien? Wie konnte ich bereits verstehen, was in der modernen Philosophie bisher ohnegleichen war, der Code des Lebens in unserem Blute. Stell dir das vor. Diese Ideen kreisten viele Wochen in mir während jener Überfahrt und verursachten einen solchen Mahlstrom an Gedanken, dass es sie jetzt nicht zu artikulieren vermochte.
dass ich sie nicht zu artikulieren vermochte. Naja, okay, gut. So. So. Und wenn wir jetzt schon hier sind, dann werden wir uns auch gleich mal dieses Manuskript besorgen. Wieso sind die beiden feindlich? Naja, kann mir auch egal sein. So. Das waren wahrscheinlich Schmuggler oder so. Egal, sie sind weg. Andreas Island, Geheimnisse 3 von 3. Sehr schön. So, dann sind jetzt hier noch die Truhen. Das Gamma... Da Gamma Tagebuchauszug. Ein Auszug aus dem Tagebuch von Vasco da Gamma. Einen der Besitzer der Urheber des Voynich-Manuskripts oder einer seiner Kopien aus der Sammlung des Peter Beckford. Naja, okay, gut. Okay, kann ich nichts erlesen. So, egal. Aber wen es interessiert, das Voynich-Manuskript existiert wirklich. Wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr euch ja mal ein bisschen schlau machen. So, jetzt habe ich auch 5 von 5 Truhen. Was ist denn Bekanntheitsgrad verringern? Ja, hier ist noch ein Fragment, das holen wir uns natürlich auch noch. So. So, Moment mal. So, was haben wir denn jetzt hier noch zu... Bekanntheitsgrad verringern. Ja, da gehen wir mal kurz hin. Ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt leisten kann. Meinen Dank. Betrachte dich von nun an als ehrbaren Bürger, Captain. Alles klar. So, jetzt haben wir ja alles auf der... Das ist der Hafenmeister, das ist der Aussichtspunkt. Ja, ne, habe ich alles auf der Insel hier abgefarmt. Oh, Leguan. Ne, den habe ich noch gar nicht. Leguan. Soll ich da jetzt einen Leguan erledigen, oder was? Nee. Weiß nicht, oder ist er jetzt weggelaufen? Nee, der Leguan ist noch da, zumindest auf der Karte, aber ja, hier so im Halbdunkeln kann ich auch gar nichts erkennen. Ne? So. Wo ist denn jetzt der Leguan? Ja, ich kann da jetzt hier nicht rumrennen im Dunkeln und nach so einem blöden Leguan Ausschau halten. Zumal der Leguan ja...
Keine Ahnung, ich sehe den nicht. Wo ist der denn jetzt? Keine Ahnung. Egal. Scheiß drauf. Hopp, Entschuldigung. So. So, ich beende hier den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.